Erlauben Sie mir bitte zwei, drei Sätze zu den vorangegangenen Rednern. Zunächst möchte ich mal dem Team von Methaus meinen Dank und meinen Respekt aussprechen. Ich wusste um die großen Leistungen und es hat sich so ein bisschen angehört, als wäre ich ein oder der Zentralrat eine Gegenposition. Das waren wir nie gewesen. Ich komme auf das Einzelne vielleicht noch zurück. Ich möchte da meine Anerkennung aussprechen, ganz besonders dir, lieber Alexander, du hast in diesem Bereich Großartiges geleistet. Ich möchte aber auf einige Sachen eingehen, was Herr Küpertz gesagt hat. Herr Küpertz, das kann ich mit einem Wort sagen, vielen Dank. Wir erwarten nicht Toleranz, wir erwarten Respekt. Wir wollen auf Augenhöhe mit der anderen Seite sprechen. Wir haben eine 600-jährige Geschichte und wir haben nicht eine andere, eine tolerierte Kultur, sondern wir haben eine gleichberechtigte Kultur. Und das, was Sie gesellschaftlich wahrnehmen, indem Sie uns Randgruppendasein zusprechen, das besitzt die Gesellschaft im Großen in ihren sozialen Brennpunkten genauso. Ja? Aber es gibt bei uns Arbeiter, Angestellte, Akademiker und Künstler. Und der gesellschaftliche Rassismus zwingt uns in die Anonymität. Und Ihnen, Frau Zacharias, Sie haben das richtig angesprochen. Wissen Sie, 13%, 12,3% haben die AfD gewählt. Aber 87% haben dagegen gewählt. Und wissen Sie, wenn die sagen, wir sollen dahin gehen, Sie sprachen da von Pakistan oder von Indien, dann sagen wir und die 87%, die Nazis, sollen gehen, die in dieser Partei sind, die gegen unsere Verfassung, gegen unsere Demokratie sind. Die Nazis sind nicht unser Problem, sondern die sind ein Problem für die Demokratie. Und die 87%... Die 87%, die wollen die Demokratie. Und die ewig Gestrigen, mit denen müssen wir uns auf der politischen Ebene auseinandersehen. Die wollen eine Kehrtwende von, wie Herr Höcke gesagt hat, von 90 Grad vollziehen. Das heißt, die wollen Goethe belassen und Schiller, aber Auschwitz und die Erfahrung, die uns die Nazis nicht nur den Sinti und Roma angetan haben und den 6 Millionen Juden, sondern die sie Deutschland angetan haben, die Nazis, die Teilung Deutschlands und darüber hinaus die Millionen Toten und dass die Nazis uns alle in Europa in den Abgrund gerissen haben. Dafür müssen wir eintreten und dem müssen wir heute entgegentreten. Soziale Situation, da will ich Ihnen sagen, wir können natürlich eine Menge Vorurteile aufzählen, die es in der Gesellschaft gegenüber unserer Minderheit gibt und das, was man uns zuspricht. Das Entscheidende ist, wir müssen den Rassismus beenden, dann hat unsere Minderheit in dieser Gesellschaft eine normale Chance. Der Rassismus zwingt uns in die Anonymität und so entsteht ein Bild, als wäre das Problem von uns lediglich ein soziales Problem. Es ist kein soziales Problem, es ist ein Rassismusproblem. Ich begrüße jetzt nochmals natürlich alle Abgeordnete des Landtags und soweit Bundestagsabgeordnete hier sind, ich habe das jetzt nicht im Kopf, ebenfalls und natürlich vor allen Dingen die Landtagsabgeordnete und die Vertreter der Stadt. Lieber Alexander Giebold, noch eine Sache möchte ich vorwegnehmen und verzeihen Sie mir das, das ist mir unbedingt wichtig. Es gibt hier noch Überlebende, ich sehe hier den Herrn Höllenreiner, einen alten Mann. Manu, erlaube mir, dass ich jetzt mal von einem alten Mann spreche. Du bist jemand, der Auschwitz überlebt hat, der in Buchenwald war, der in vielen anderen Lagern war, der verschleppt worden ist und der heute hier ist. Und dafür allen Respekt vor deiner Lebensbiografie und auch deinem Cousin Peter Höllenreiner. Ich weiß nicht, wo er sitzt,
aber auch ihm. Er hat eine neue Biografie geschrieben und ich möchte Ihnen allen diese Biografie empfehlen. Lieber Alexander Diebold, gerne bin ich der Einladung gefolgt, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Methaus einige Worte zu sagen. Heute, im Jahre 2017, ist der Holocaust an Sinti und Roma aus rassischen Gründen völkerrechtlich anerkannt. In Berlin haben wir im Oktober 2012 zusammen mit den höchsten Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europa eröffnet. Sinti und Roma sind seit über 20 Jahren als nationale Minderheit in Deutschland anerkannt. Jeder dieser Erfolge musste gegen massive Widerstände hin zum Teil jahrzehntelanger Auseinandersetzung durchgesetzt werden. Die Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma ist es in den vergangenen 45 Jahren gelungen, die NS-Vergangenheit zum gesellschaftlichen Thema zu machen und immer wieder erfolgreich für die Belange der Minderheit einzutreten. Neben vielen einzelnen Persönlichkeiten unterstützten zivilgesellschaftliche Organisationen und Medien die Arbeit der Bürgerrechtsbewegung. Diese Errungenschaften gilt es, immer wieder aufs Neue zu verteidigen und sie nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Trotz der positiven Entwicklung der Bundesrepublik hin zu einer wahrhaft demokratischen und offenen Gesellschaft, trotz der 12% der anderen, die in die Vergangenheit gehören, die eine Renaissance wollen, sind wir eine wahrhaft demokratisch und offene Gesellschaft. Gibt es antidemokratische und populistische Kräfte, die offen ihren Hass auf Minderheiten äußern? Antiziganistische Parolen auf Wahlplakaten der NPD und unverhohlene Drohungen gegen Sinti und Roma im Internet können dazu beitragen, das gesellschaftliche Klima zu vergiften und rassistisch motivierte Gewalt gegen Angehörige von Minderheiten zu initiieren und zu legitimieren. Allerdings sind die antidemokratischen und populistischen Bewegungen in vielen europäischen Staaten nicht nur eine Bedrohung für die Minderheit, sie zielen bewusst auf die Zerstörung der Demokratie und des Rechtsstaats ab und damit auch auf die Werte, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa in mühevollen Prozessen erkämpft wurden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Einrichtungen wie das Methaus hier in München sind für die Durchsetzung der Rechte unserer Minderheit wichtig. Ihre Präsenz vor Ort und das lebendige Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung und setzen wichtige Impulse für die Aufklärung der Bevölkerung. Es ist leider immer noch viel zu wenig über die Geschichte und die Gegenwart der Sinti und Roma in der Bevölkerung bekannt. Das Bild der Minderheit ist noch weitgehend von Stereotypen und Zerrbildern geprägt. Eine Leipziger Studie von 2016 spricht annähernd, und das muss man sich mal vorstellen, nach dem Holocaust, von 60% der Bevölkerung, die Sinti und Roma ablehnen. Aber wissen Sie, ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang sagen, damit es natürlich auch verdeutlicht wird, es gibt immer noch 20%, die eine antisemitische Einstellung haben. Und das sind diejenigen, die sich sogar offen dazu bekennen. Es gibt viele, und dazu zählen viele, die jetzt die AfD gewählt haben. Nationale Zugehörigkeit und kulturelle Identität, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind keine Gegensätze. Hier müssen Bildungsinstitutionen in die Pflicht genommen werden und an ihre Verantwortung gemäß des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten erinnert werden, über Geschichte und Gegenwart der Minderheit zu informieren. Die Grundlagen von Methaus sind bereits 1982 von dir, lieber Alexander, initiiert worden, als du gerade einmal 20 Jahre alt warst. Heute beraten und begleiten im Methaus 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene und deren Familien, um ihnen die Chancengleichheit zu ermöglichen, die ihnen nach dem Krieg lange verwehrt wurde. Durch Meditationenprogramme, Bildungsberatung und Aufklärungsarbeit in Schulen, Hochschulen und Behörden stellt ihr die Weichen für eine selbstbewusste Zukunft vieler Sinti und Roma hier in Bayern. Bildung ist nicht nur der Schlüssel
für die gesellschaftliche und wirtschaftliche und politische Teilhabe in unserem Land, sondern auch das wirksame Mittel, sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung erfolgreich zur Wehr zu setzen. Der zumeist unwidersprochene Antiziganismus, der Antisemitismus ist ja geächtet in unserem Land, führt dazu, dass viele Sinti und Roma ihre Herkunft in der Schule, in der an der Universität, am Arbeitsplatz nicht preisgeben, denn sie befürchten, Nachteile zu erleiden oder Ziele offener Diskriminierung zu werden. Insbesondere die Stigmatisierung von Sinti und Roma erleichtert es, eine ablehnende Haltung ihnen gegenüber einzunehmen. Diesem Stigma durch den öffentlichen Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft gezielt entgegenzuarbeiten, heißt zu zeigen, dass wir seit 600 Jahren eine gemeinsame Geschichte haben und dass Sinti und Roma einen bedeutenden Beitrag gerade auch zur europäischen und deutschen Musik- und Kulturgeschichte geleistet haben. In der Wiener Klassik zum Beispiel kommt dies deutlich zum Ausdruck, was die wenigsten, glaube ich, von Ihnen wissen. Das Team von Metthaus arbeitet täglich daran, den Dialog zwischen Sinti und Roma und der Mehrheitsbevölkerung anzuregen und das Bild unserer Minderheit positiv und nachhaltig zu verändern. Ein wichtiges Mittel dazu ist der Kontakt zwischen den Menschen, der auf verschiedenen kulturellen Veranstaltungen von Metthaus eine Bühne bekommt. Insbesondere die Präsenz und die Berichte der Überlebenden des Holocaust haben immer eine herausragende Rolle dabei gespielt. Herr Höllenreiner und auch sein Bruder waren, und ich denke da auch an Hugo Höllenreiner, des Öfteren hier als Zeitzeugen und haben mit Jugendlichen den Dialog geführt. Mit den noch lebenden Zeitzeugen als Gäste setzt Metthaus unter dem Motto Geschichte erinnern, Zukunft gestalten für eine würdige Erinnerungskultur ein. Die Arbeit von Metthaus setzt in gesellschafts- und bildungspolitischer Hinsicht ein vorbildliches Zeichen und verdient unser aller Respekt. Ich komme zum Ende. Ich weiß, lieber Alexander Diebold, dass du und dein Team noch viel vorhabt. Unter anderem setzt ihr euch in München für die Errichtung einer Hugo-Höllenreiner-Straße ein. Der Zentralrat und ich unterstützen euer Vorhaben und die Ehrung. Ich gebe das hier an den Herrn Stadtrat für Kultur gleich weiter. Dieses Vorhaben, die Ehrung eines Menschen, der als Überlebender des Holocaust so viel für Aufklärung über die Geschichte unserer Minderheit, vor allem in den Schulen Bayerns, beigetragen hat. Ich wünsche für dieses und die zahlreichen weiteren Projekte von Herzen alles Gute und viel Erfolg. Ich will das nicht immer vergessen, erlaubst du mir auch. Hier vorne sitzt Uta Horstmann und wie alle wissen, 12 Sinti haben in Dachau 1980 einen Hungerstreik gemacht, weil die deutsche Gesellschaft und die deutsche Politik hat wohl die Shoah anerkannt, aber nicht den Holocaust an 500.000 Sinti und Roma. Uta Horstmann war Sozialarbeiterin in München. Ich darf das hier ganz offen sagen, Uta Horstmann gehört nicht der Minderheit an, aber ist eine Schwester von mir, weil sie immer an unserer Seite gestanden ist und sie verdient jeden Respekt.